Ja, einen wunderschönen guten Tag. Ich freue mich sehr, dass Sie geblieben sind und dass wir jetzt weitermachen können. Ja, es war ja auch ein unglaublich spannender Auftakt und wir werden versuchen, einige Fäden aus dem letzten Gespräch der Autoren mit Natascha Freundl aufzunehmen, weiterzuspinnen. Ich bin Natascha, nein, Shelley Kupferberg und fand das unglaublich nett, diesen Verwechsler. Freue mich jetzt sehr auf Mayan Ben-Hagai aus Israel, Brocha Abba, hallo, welcome, und auf Dilek Güngör aus Berlin in dem Fall. Herzlich willkommen. Und ich bewundere die beiden Heinzelfrauen in dieser Box, Katja Manon und Antje Eiger. Und Katja Manon lehnt sich manchmal auch noch so mit verschränkten Armen beim Dolmetschen zurück, habe ich gesehen, also mit einer Lässigkeit, das ist schon unglaublich. Sie hat gerade erzählt, es gibt eine Kollegin unter Ihnen, die strickt beim Dolmetschen. Kann man also auch. Ihr habt euch bereits kennengelernt, Mayan und Dilek, per Facebook. Um was ging es da so thematisch, wenn ich fragen darf? Einschalten. Hallo, schön, dass Sie alle da sind. Ich habe geschrieben, hallo, ich freue mich, mit dir zu lesen und dich kennenzulernen. Und dann schrieb Mayan zurück, schön, dass du schreibst. Ich freue mich auch. Gut, also eher Kennenlerninhalte. Und Dilek hat gesagt, was Shelley für eine gute Moderatorin ist. Ich freue mich jedenfalls sehr, dass wir in dieser Kombination heute hier sitzen können. Ich würde euch mal ganz grundsätzlich eine Gretchenfrage erst einmal stellen wollen, nämlich wie sehr ihr in eurem Schreiben auch immer wieder sowas wie einen gesellschaftspolitischen Impetus verspürt. Ist es euch auch ein Anliegen, etwas zu transportieren, das außerhalb des Buches auch diskutiert werden soll? Oder kann? Wer möchte anfangen? Mayan? Okay. Politisch im literarischen, im tiefer gehenden Sinne. Alles, was wir auf der Welt tun, ist politisch. In dieser Hinsicht meine ich politisch. Insofern gibt es viel Politik in dem Buch, das Walkman heißt, aber nicht im journalistischen Sinne politisch, im politischen Diskurs, das nicht. Ich beziehe mich auf die israelische Gesellschaft, auf das Kräfteverhältnis in der israelischen Gesellschaft, auf die Spannungen in der israelischen Gesellschaft, auf die oberflächliche und unterschwellige Gewalt. Und dann gibt es konträre Narrative, die die Realität fast konträr auslegen. Ich spreche über die Beziehung zwischen internationalem, regionalem, Peripherie, zentrales Landesmitte, zeichne viele Bilder in der Mimesis, in der literarischen Nutshell, und ich versuche in dieser kleinen Nutshell eine ganze Welt zu zeichnen. Um deinen gesellschaftspolitischen Ton in deinem Schreiben? Das ergibt sich quasi aus der Sache selbst. Also ich schreibe aus so einem inneren Drang heraus, auch gar nicht sehr planvoll, auch ohne viel. Also ich setze mich hin und schreibe und schreibe und schreibe und schreibe und schreibe und gucke, ob es am nächsten Tag noch weitergehen kann und wenn mich das Gefühl trägt. Und es kommt etwas sehr Persönliches, was aber, weil das Thema ein politisches ist, gleichzeitig ein sehr politisches Thema wird. Wobei ich gar nicht so sehr nach außen gucke beim Schreiben, sondern versuche, sehr im Inneren zu bleiben. Und dadurch gelingt mir, glaube ich, das Politische auch sehr persönlich und sehr individuell und dadurch auch übertragbar für alle zu machen. Also ich glaube, man kann das lesen, ohne dass man die Politik dahinter spürt. Und trotzdem ist es ein sehr politisch relevantes Thema am Ende.
Mich würde auch interessieren, aber dazu müssen Sie natürlich wissen, liebes Publikum, was es eigentlich geht in dem aktuellen Buch von Dilek Güngör. Das werde ich Ihnen gleich vorstellen, welche Reaktion du erfährst, denn du bist mit diesem Buch wahnsinnig viel eingeladen und unterwegs. Aber zunächst, wir kommen gleich drauf, möchte ich Ihnen die beiden Autorinnen ein wenig näher vorstellen. Ich freue mich übrigens sehr, dass wir hier ein rein weiblich besetztes Panel sind. Das kommt ja auch nicht all die Tage vor, wie ich finde. Nichts gegen die männlichen Kollegen, das ist toll, was die machen und wie sie es machen, aber dennoch finde ich dann die weibliche Perspektive auf das Thema lauter, immer lauter, auch sehr relevant und wichtig. Mayan Ben-Hagai ist Jahrgang 1970, wuchs in einem Kibbutz in den Golanhöhen auf, studierte dann Komparatistik, Kunstgeschichte, Sozialarbeit an der Hebräischen Universität Jerusalem und hat sehr viel mit benachteiligten Jugendlichen, mit äthiopischen Immigranten gearbeitet. Sie hat in einer Buchhandlung gearbeitet und war auch als Aktivistin, wenn Sie so möchten, in einer Organisation aktiv. Emek Chavez heißt sie, die sich unabhängig der Nationalität und Region und Religion für einen gerechten Umgang mit Archäologie und kulturellem Erbe als öffentliches Gut einsetzt. Denn Israel, können Sie sich vorstellen, ist natürlich Archäologie oft Politik. Prägnantes Beispiel ist der Tempelberg und die Klagemauer, alles ganz dicht dabei. Daneben befinden sich noch andere Ausgrabungen. Wem gehören die? Von wo stammen die? Oder von wem vielmehr? Und das wird dann politisch unglaublich hoch aufgehängt und auch oft als solche missbraucht. Deswegen ist das so ein Thema in dieser Region. Inzwischen arbeitet sie wieder als Sozialarbeiterin und schreibt eben unglaublich viel und hat mit ihren Büchern auch immer wieder für Aufsehen gesorgt. Unter anderem gibt es ein Buch, in dem sie die Geschichte einer äthiopischen Jüdin, die aus Äthiopien nach Israel eingereist ist, aufgeschrieben hat, mit der sie zusammen sozusagen ein Buch gemacht hat über ihre eigene Geschichte und wurde auch öfter mit Preisen ausgezeichnet. Dilek Güngör, sie ist 72 geboren in Schwäbisch Gmünd, was man überhaupt gar nicht hört. Kannst du eigentlich schwäbeln? Wenn es sein muss, ja. Absolvierte ein Übersetzerstudium aus dem Schwäbischen, für Englisch und Spanisch und ein Masterstudium in Race and Ethnic Studies in Warwick, Großbritannien. Als Journalistin arbeitete sie für mehrere Zeitungen und vielleicht kennen Sie ihre Kolumnen aus der Berliner Zeitung, auch der Stuttgarter Zeitung, vielleicht liest die auch jemand. Unter uns und Ganz schön deutsch, so hießen die, sind auch als Buch erschienen und für das Singspiel Türkisch für Liebhaber an der Neuköllner Oper hier in Berlin hat sie das Libretto geschrieben. Dann gab es das Buch Das Geheimnis meiner türkischen Großmutter, jetzt also Ich bin Özlem. Das ist ihr zweiter Roman, der ist vor einigen Monaten erschienen. Und wenn sie das alles nicht macht, dann ist sie stellvertretende Chefredakteurin der Zeitschrift Kulturaustausch. Vielleicht ganz kurz dazu, Dilek, was ist das für eine Zeitschrift? Kulturaustausch wird herausgegeben vom Institut für Auslandsbeziehungen. Das ist vielleicht so eine kleinere Form des Goethe-Instituts. Das Heft erscheint alle drei Monate, also viermal im Jahr, und beschäftigt sich hauptsächlich um kulturpolitische Themen aller Art. Und ich habe jetzt mir schon Notizen gemacht, ob ich nicht Marianne frage, ob sie nicht was für uns schreiben würde für das nächste Heft. Das ist immer ein gutes Forum hier, um Menschen zu gewinnen für andere Projekte. Darüber könnt ihr ja ein bisschen später sprechen. Mayan, du arbeitest als Sozialarbeiterin. Auf welchen Gebieten bist du denn derzeit vor allem unterwegs? Mit was für Menschen kommst du da zusammen? Und wie sehr inspiriert dich diese Arbeit auch für dein journalistisch und publizistisch und schriftstellerisches Tun? Erst in letzter Zeit habe ich wieder angefangen, als Sozialarbeiterin zu arbeiten. Ich habe einige Jahre Pause gemacht, war für die Organisation Emek Chavez tätig. Wir befassen uns mit unterschiedlichen Narrativen im Hinblick auf die Archäologie. Jetzt arbeite ich mit Senioren in einem bestimmten Jerusalemer Viertel, dem Katamon-Viertel, das ein sehr hartes Viertel ist. Da arbeite ich vor allen Dingen mit alten Frauen. Und ich höre mir ihre Narrative an.
die Zeit, wie sie nach Israel eingewandert sind, die Jahre der Aliyah und das Leid, das sie durchgemacht haben im Ausland. Die meisten kommen aus Asien, aus arabischen Ländern. Und ich habe gedacht, das ist vielleicht komisch, dass in den letzten Jahren in Israel, dass die Palästinenser ihre Nakba haben, die Juden Europas haben ihren Holocaust. Und in der letzten Zeit höre ich von meinen Seniorinnen ihre Leidensgeschichte. Wir alle organisieren uns ein Narrativ von Judenhass, von Flucht, typisch auch für den derzeitigen Wahlkampf, für die negative Energie, mit der Netanyahu arbeitet und die er schürt. Wollte ich gar nicht sagen, aber jetzt hast du nachgefragt das und jetzt ist es mir über die Lippen gekommen. Aber in Israel verschanzen wir uns alle. Hinter einer Geschichte der Katastrophe, der Misshandlung des Antisemitismus. Jeder verschanzt sich in einem eigenen Antisemitismus, Muslime, Juden, alle. Beobachtung, also eine Opfernarrative sich zu erstellen, zu etablieren, was ja aber eigentlich eine negative Identität ist, muss man ja sagen, eine Opfernarrative. Narrative kann eigentlich nicht wirklich konstruktiv sein, aber wird eben, wie du sagst, unter Netanyahu über Jahre und Jahrzehnte auch forciert und kultiviert, offenbar. Darauf kommen wir ein bisschen später auch sicherlich nochmal zu sprechen. Wir wollen nämlich einsteigen erstmal in die diversen Lektüren und wir beginnen mit Walkman. Warum heißt das Buch eigentlich so, habe ich mich gefragt. Leider ist es noch nicht ins Deutsche übersetzt worden. Wir konnten nur einen Ausschnitt jetzt erstmal kennenlernen und da kommt der Walkman so gar nicht vor. Was hat es mit dem Walkman auf sich, Mayan? Das ist ein Buch über ein 20-jähriges Mädchen, die Angestellte ist in einer entlegenen Gegend, in der Nähe von der israelisch-syrisch-jordanischen Grenze. Da kommen auch die Grenzen zum Tragen. Und die will Geld sparen, um das Geld zu nutzen, um nach London zu fliegen. Während der ganzen Gymnasialzeit hat sie Manchester-Gruppen gehört, läuft immer mit dem Walkman herum und sie putzt und will nach London, träumt von London. Und die Leute duschen sich, benutzen die Toiletten, die Badeanstalten, auch die Grillgegend und sie muss putzen. Sie hasst sie alle, die Kibbutzniks und die Badenden, die so viel Dreck machen und sie mag ihre Vorgesetzten nicht. Und dann durchläuft sie innerhalb des Buches einen gewissen Reifungsprozess. Die Realität zwingt sie, aus der eigenen Blase herauszukommen, aus der Walkman-Blase, dem Träumen von London. Und sie muss sich umsehen, sieht die Interaktion zwischen den Beschäftigten, die Besucher. Dann gibt es jemanden, der sich in sie verliebt, der ihr hinterhergeht. Dann geht es um Geld, um Korruption. Und das Wasser ist schmutzig von den Badenden und auch metaphorisch schmutzig. הלוואי שהיה יכול לברוח למילואים. גם כשאין בעיות, כל שנה הוא שמח לצאת לחודש. ועכשיו זה יהיה כמו אוויר לנשימה. הכי רחוק שאפשר מהמשרד, מהטלפונים, מהנסיעות המאוסות האלה במיניבוס, מהעיניים שנתלות לו בגב ולא מתוך אהבה. הכי רחוק מהפסקת האישון שתכף תיגמר כמו קודמותיה, הכי רחוק ממעשיו הרעים וממחשבותיו הכאורות, לברוח לחברת הגברים, ללכלוך, לאוכל השמנוני, החרוך, להתגעגע בגוף ממש אל נירה והילדים. ובסוף לבוא כמו זר, עם כל הסירחון מהמדים, ועם השיער הפרוע שהתקשה מאבק ורוח. הם ישבו אז באור הצהבהב שנשפך מהעיל הכדורי, וישחקו על השטיח, וברגע הראשון, כשירימו אליו את העיניים, יהיה שבריר שנייה של אי-היכרות וכמעט פחד, והוא ירגיש כאילו חזר ממלחמה, או כמו זר שפרץ לביתם.
Das war also Hebräisch. Ich freue mich jetzt, die Schauspielerin Iris Böhm auf die Bühne zu bitten, die hier schon seit einigen Jahren in diesem Festival treue Vorträgerin geworden ist. Und wenn sie das nicht tut, lehrt sie Schauspiel an der Ernst-Busch-Hochschule für Schauspielkunst. Und wenn sie das nicht tut, dann spielt sie auch selber, unter anderem in dem sehr erfolgreichen Stück Jeder rettet einen Afrikaner. Iris Böhm, herzlich willkommen. Hallo. Wir hören einen ersten Ausschnitt und eigentlich erklärt sich das von selbst. Wir lernen erstmal so die Hauptfiguren ein wenig kennen in diesem ersten Teil. Was gäbe er darum, wenn er sich in den Reservedienst flüchten könnte? Auch wenn es keine Probleme gab, freute er sich jedes Jahr, für einen Monat rauszukommen, und nun brauchte er es wie Luft zum Atmen. So weit, weit weg wie möglich vom Büro, von den Telefonaten, diesen abscheulichen Fahrten im Minibus, von den Augen, die sich auf seinen Rücken hefteten, und dies nicht aus Liebe, so weit weg wie möglich von der Raucherpause, die gleich darauf enden würde wie die vorangegangene, so weit weg wie möglich von seinen schlechten Taten und hässlichen Gedanken. In die Gesellschaft der Männer flüchten, in den Dreck, zu dem fettigen, angebrannten Essen. Mit dem ganzen Körper nieder und die Kinder vermissen. Am Ende daherkommen wie ein Fremder mit dieser miefigen Uniform und dem zerzausten Haar, von Dreck und Wind verfilzt. Dann werden sie bei dem blassgelben Licht sitzen, das der kugelförmige Lampenschirm ins Zimmer gießt, und auf dem Teppich spielen. Und im ersten Moment, wenn sie den Blick zu ihm heben, wird ein Sekundenbruchteil von Entfremdung, beinahe Angst sein. Und er wird es empfinden, als sei er aus dem Krieg zurückgekehrt oder er sei ein Fremder, der in ihr Haus eingefallen ist. Nur 40 Minuten Fahrt und es fühlte sich an, als käme er aus einer anderen Welt. Später werden sie, Aitan und Aviv, auf ihn zustürmen und sich mit ihren Ärmchen und kleinen Körpern an seine Uniform klammern, den Geruch von Benzin und Zigaretten und Unrat wie Luft behandeln. Und Nira wird lachen. Ohne vom Teppich aufzustehen, wird sie nur in seine Richtung und die der Kinder lachen, die welpenähnlich sind, sich an seine Cargohose schmiegen, jeder an ein Bein, und wird sagen, man sieht dich ja gar nicht mehr vor lauter Bartstoppeln. Er wird sich über sie beugen, mit den Fingerkuppen ihr schwarzes Haar streifen, es kaum berühren. Dreckige Hände hat er. Und sie springen ihn schon an und schreien, dass sie die Kugeln und die Waffe halten wollen. Und er nimmt das Magazin aus der M16, legt es auf den Schrank und das Gewehr und das Bett und erlaubt ihnen nicht, es zu berühren. Aitan gibt nicht auf und fleht ihn an, eine Kugel in die Hand zu nehmen, nur eine. Wieso dürfe er nicht mal eine bekommen, nur um sie zu sehen? Ohne das Magazin wirkt das Gewehr auch für ihn, für Weizmann, wie ein großes, harmloses Spielzeug. Wirklich ein schönes Spielzeug, aber Nira sagt, das reicht nun, Schluss damit. Sie mag es nicht, wenn man mit Waffen spielt. Sie wünscht, dass keine Armee mehr gebraucht wird, wenn sie groß sein werden und keiner mehr Soldat sein muss. Jedenfalls wird sie es nicht zulassen, dass das Gewehr unter dem Bett bleibt. Er steht auf und schließt das Gewehr im Schrank mit den Handtüchern und den Unterhosen und den BHs und den Laken ein. Dank, Iris Böhm. Mit dieser Szene merkt man schon, man hat es mit einem sehr israelischen Roman zu tun. Das Militär spielt eine Rolle. Und du hast schon ein bisschen umrissen, worum es geht, um diesen beliebten Ferienort nahe der israelischen Grenze zu Jordanien und Syrien. Heiße Quellen, antike Ruinen befinden sich hier. Das ist einer der Schauplätze. Hast du selbst an diesem Ort gearbeitet? Gibt es den tatsächlich? Und welcher Gedanke hat dich dazu gebracht, darüber eine Geschichte aufzuschreiben? Ich habe wirklich dort gearbeitet. Ich bin im Kibbutz in den Golanhöhen aufgewachsen und nach der Armee wollte ich nach London fahren. Und ich habe in Ramat Gadir tatsächlich gearbeitet als Putzfrau.
Das sind Dinge, die mir mit 20 widerfahren sind. Die Liebesgeschichte wird von zwei Blickwinkeln beleuchtet, aus der Sicht der 20-Jährigen und aus der Sicht des 40-Jährigen. Jetzt haben wir einen Ausschnitt aus seinem Stream of Consciousness vernommen. Also es sind die beiden Personen, die sich begeben. Die Liebesgeschichte habe ich erfunden. Die hat es in der Realität nicht gegeben. Aber seine Figur hat mir mehr gefallen als die Figur des jungen Mädchens, weil die mich mehr interessiert hat. Die war so anders als ich. Das habe ich später geschrieben. Und viele Dinge, die mir im späteren Alter widerfahren sind, habe ich in die Person des Mannes eingepackt. Ich eingehe da mit diesem Ort zu beschäftigen und rekapituliert sozusagen seine Geschichte und wird dabei auch tief in die Geschichte des Landes Israels eintauchen. Wie sehr war für dich dieser Ort auch ein politisch aufgeladener Ort? Wie ich zu Anfangs gesagt habe, dass da ist alles ganz auf ganz kleinem Raum. Alle politischen Spannungen kamen dort zu tragen. Sämtliche Dinge, die sich in Israel 1990 ereigneten. Dort gab es die Kibbutzniks, die waren die alte Elite Israels, die Sozialisten. Heute werden sie als Privilegierte bestimmt, ich weiß nicht, beschimpft. Ich weiß nicht, ob Sie diese Begriffe hier auch bedienen. Das waren Leute, die dem alten Establishment angehören, die das Land einst aufgebaut haben. Die haben die natürlichen Ressourcen erhalten. Die waren die Inhaber, die Besitzer, Eigentümer dieser Naturquellen, weil sie dem alten Establishment angehörten. Und auf der anderen Seite gibt es die Besucher, die Badenden, die sind verärgert über die Kibbutznikim. Die Badenden sind das neue Israel. Nach der politischen Wende, als Begin in Israel an die Regierung kam, die sind die neue Elite, die Badenden. Und heute schon 20 Jahre oder noch länger sind sie an der Regierung, haben die Regierung inne und sehen sich aber immer noch als Unterdrückte. Das ist ein Kampf zwischen der neuen und alten Elite, der auch in jedem politischen Diskurs und Wahlkampf nachhallt. Wenn Bibi spricht, dann spricht er zu seinem Publikum, nämlich der neuen Elite, die immer noch das Gefühl hat, dass sie zurückgewiesen sind, dass die vorherige Gruppe sie überheblich behandelt. Es sind Landwirte, die das Land bebauten und die einst bebauten und jetzt im Tourismus tätig sind. Die sind also vom Landwirten zum Kapitalismus übergegangen, wie das in den 90er Jahren stattfand, dieser Wandel. Also dieser alte Sozialismus wendet sich jetzt im neuen Diskurs zu. Und es geht um ein Gebiet, das 1967 von Israel besetzt worden ist. Es ist im Grunde ein Besetzungsgebiet, wo die Quellen sich befinden. Und in diesem Buch gibt es auch das Zusammentreffen mit den Natives, mit der indigenen Bevölkerung, den Drusen im Golan. Ich weiß nicht, inwieweit die in Deutschland bekannt sind. Da gibt es jemand, eine Figur, der die Geschichte vor der israelischen Besatzung vor 67 erzählt und die Protagonistin mit anderen unbekannten Narrativen konfrontiert. Und dann gibt es auch archäologische Überreste, diese heißen Quellen, so steht es zumindest in dem Prospekt, in dem Werbeprospekt, dass sie die zweitwichtigsten im Römischen Reich gewesen sind. Und dieses Mädchen geht in diese Bäder, auch in die Ruinen und ist begeistert von ihnen.
Dieser Ort ist sehr peripherial, aber war einst sehr prächtig, einst bedeutend. Und die Leute sind von weit angereist, um dort zu baden. Die Leute, die ins Land Israel kamen, haben die römische Pracht beschrieben, haben es besucht. Also es gibt ganz, ganz viele Layers, ganz viele Schichten, auf die die Liebesgeschichte der beiden aufgesetzt wird, wie die Sahne auf der Torte. Und ich war begeistert von dem Ort an sich und seinen vielen Schichten. Das hat mich fasziniert. Das war meine Motivation, über diesen Ort zu schreiben. Also ein Brennglas im Prinzip ist dieser Ort für israelisch-palästinensische Geschichte, und Schicht für Schicht werden, also du gehst eigentlich wie eine Archäologin vor, diese ganzen Geschichten freigelegt an diesem Ort. Wir kehren jetzt tatsächlich an diesen Ort zurück oder hören einen Ausschnitt aus dem Roman von Iris Böhm. In diese Bäder kehren wir jetzt und lernen einen weiteren Protagonisten kennen. Ein kleiner, untersetzter Mann kletterte mühelos aus dem heißen Wasser des antiken Wasserbeckens. Sie ging auf ihn zu. Die Bewegungen des Mannes waren trotz seines Bauchansatzes gewandt. Rote Sporthosen dienten ihm als Badehose und er saß entspannt am Beckenrand und wickelte sich in ein Handtuch. Ziff trat an ihn heran. »Wie konnten Sie da reingehen?« rief sie. »Das ist glühend heiß.« »Seit ich Kind bin, gehe ich da rein«, entgegnete er. »Ein Araber. Es ist verboten, hier ins Wasser zu gehen. Das ist eine antike Stätte. Wer baden will, geht dorthin.« Sie deutete mit Strenge auf das neue Wasserbecken. »Viele Leute haben hier schon mal einen Zaun errichtet und dafür Eintritt genommen. Und nun weiß niemand mehr, wer diese Menschen waren«, sprach er weiter. Und Ziff fragte sich, ob er gefährlich sei und sich auch trauen würde, auf diese Weise mit einem Mann zu reden. Dieser Ort ist hier noch aus Abrahams Zeiten. Arabische Übertreibung, Ziff gähnte. Haben Sie in der Nacht schlecht geschlafen? Nun war er an der Reihe, sie zu sticheln, und sie zischte zornig. Ich habe geschlafen. Sie beobachtete seinen Arm, der aus dem Handtuch hervorschnellte, käseweiß, die Innenseite und schwarze Haare ohne Ende auf der braun gebrannten Oberseite. Er warf einen Blick zu seinem T-Shirt, das er auf den Zaun der antiken Stätte gelegt hatte, und auf die Flipflops an dessen Sockel. Dort, er zeigte auf das Becken, in dem viele badeten, gehe ich nie im Leben rein. Das ist mir zu schmutzig. Und vorher war es sauberer, erkundigte sie sich, und dachte an den ganzen Müll, den die arabischen Familien hinterließen. Es war sehr sauber. Das Wasser war glasklar, gab er feindselig zurück. Wann? Vor dem Krieg? Krieg, schnaubte er verächtlich, von Feiglingen. Wenn Flugzeuge 4 Tage lang Bomben auf Dörfer abwerfen, nennen sie das Krieg. Philachen, die Bauern, die sie in Uniformen gezwängt haben, geben noch lange keine Armee ab. Wo wir waren, das war kein Spiel, so sind die Drusen. Als die Munition alle war, haben sie die Messer rausgeholt und mit bloßen Händen und Nägeln gekämpft. Vielen Dank, Iris Böhm. Walkman von Mayan Ben-Haggai. Übersetzt wurde für die deutsch-israelischen Literaturtage dieser Text von Ulrike Harnisch, herzlichen Dank dafür. Wir kommen zu Ich bin Özlem, und schon der Titel Dilek verrät ja irgendwo, worum es geht. Das ist nun kein biodeutscher Name, Özlem. Das ist sehr augenscheinlich. Es ist die Geschichte einer jungen Frau aus Deutschland, eben Özlem. Und schon der Name verweist auf die Herkunft möglicherweise ihrer Familie. In der Biografie dieser Figur geht es immer wieder um Alltagsrassismus, es geht um die Fragen kultureller Zugehörigkeit, um die Zuschreibung vor allem, mit der Özlem ständig konfrontiert ist. Alles wird zum Verweis in diesem Buch auf Özlems türkische Wurzeln, beziehungsweise redet sie sich das irgendwie auch selber ein. Es ist nicht nur, sind nicht nur die anderen, die das tun, sondern sie selbst macht das. Und wie sie das macht, finde ich, können wir am besten erstmal begreifen, wenn du uns einen Ausschnitt
vorliest aus deinem Buch. Özlem geht auf eine Party. Du hast ein gestörtes Verhältnis zu Türken, sagt Philipp, das ist ihr Mann. Ich lache, wenn er sowas sagt, weil es wahr ist. Es fängt damit an, dass ich zu stammeln beginne, wenn jemand wissen will, woher ich komme. Als wäre ich das noch nie gefragt worden, setze ich zu einer Antwort an, verbessere mich, fange von vorn an, statt zu sagen, ich käme aus Berlin oder aus Schwäbisch Gmünd. Auf der Party meiner Kollegin Priya kam ich in der Küche mit einer Frau ins Gespräch, die ich kurz mit einer anderen Mutter aus der Kita verwechselt hatte. Wir aßen Käse und Trauben im Stehen, Walnüsse und Brot und unterhielten uns über Kinder. Ich ging ein paar Schritte zur Seite, um einem Mann hinter mir Platz am Buffet zu machen. Er nahm sich zu essen und blieb mit seinem Teller bei uns stehen. »Hallo, ich bin Rita«, sagte Priyas Freundin zu ihm. Erst da fiel mir auf, dass ich sie nicht nach ihrem Namen gefragt hatte. »Özlem«, sagte ich schnell. »Wie?« Der Mann neben mir beugte sich näher zu mir. »Özlem«, wiederholte Rita. Er nickte, schien aber noch über meinen Namen nachzudenken. »Meine Eltern kommen aus der Türkei.« »Sagst du das, wenn dich jemand nach deinem Namen fragt?« Rita lachte, freundlich und erstaunt. »Ich bin Marcel.« »Und deine Eltern, Marcel, woher sind die?« fragte Rita. Mir gefiel, wie sie sich über meinen Satz amüsierte. Mir gefiel noch mehr, dass mich das nicht verletzte. »Aus Berlin, schon immer.« Unser Lachen irritierte ihn. Er fragte, woher wir Priya kannten. Rita war mit ihr zur Schule gegangen. Ich sagte ihm, dass wir zusammen Deutsch unterrichteten. »Ich wohne hier im Haus«, sagte er und nickte, als würde er sich selber zustimmen. »Wollt ihr auch noch was zu trinken? Ich hole mir mal Bier vom Balkon.« »Jetzt habe ich ihn vertrieben«, sagte Rita. Philipp war noch wach, als ich nach Hause kam. Er lag im Bett und sah sich einen Film auf dem Handy an. »Wir sehen uns immer nur im Bett«, sagte ich. Das Licht schien von unten in sein Gesicht. Ich legte mich zu ihm. »Du siehst aus wie ein Monster.« Er nahm sich die Kopfhörer raus. Ich erzählte ihm von Rita und von Marcel. »Ist dir das noch nie aufgefallen?«, fragte ich. »Meine Eltern kommen aus der Türkei. Ich sag das, um alles Mögliche einzuleiten. Dabei haben meine Eltern mehr Zeit ihres Lebens in Deutschland verbracht als in der Türkei.« »Mir ist das nicht aufgefallen. Ohne Not fange ich davon an.« »Ohne Not?« Er legte seinen Arm um mich und schloss die Augen. »Ohne Zusammenhang, meine ich. Da gibt es schon einen Zusammenhang, aber den sehe nur ich. Ich denke, wenn ich den Leuten nicht von Anfang an sage, dass meine Eltern aus der Türkei kommen, dann können sie nicht verstehen, wovon ich rede. Dann ergibt der ganze Rest keinen Sinn. Mein Name nicht, meine Biografie nicht, mein Beruf nicht.« Ich rollte mich auf die Seite. »Nicht wegdrehen.« Er umschlang mich von hinten. »Erzähl weiter.« »Du schläfst doch schon.« »Ich schlaf nicht.« »Bei Johannas Gartenfest neulich. Da sollte doch jeder was zu essen mitbringen. Was bringt Özlem mit? Börek mit Spinat. Meine Mutter hat nie Börek mit Spinat gemacht. Niemand erwartet von mir, dass ich was Türkisches mitbringe. Aber für mich ist das logisch. Türken bringt türkisches Essen mit und alle wollen das Rezept. Dabei habe ich das aus irgendeinem Kochblog rausgeschrieben. Es ist fast 50 Jahre her, dass meine Eltern nach Deutschland gekommen sind, aber mir ist das völlig Schnurz. Ich mag deine Börek.« »Mann, darum geht's doch gar nicht. Ich weiß, wen hast du sonst noch kennengelernt heute Abend?« »Niemanden. Und jetzt habe ich auch vergessen, Rita nach ihrer Telefonnummer zu fragen.« »Özlem bedeutet Sehnsucht. Meine Mutter sagt, sie habe während ihrer Schwangerschaft einen Film gesehen, in dem das Baby der schönen Schauspielerin den Namen Özlem bekam. Der habe ihr so gut gefallen, dass sie beschlossen habe, ihr Kind auch so zu nennen, wenn es ein Mädchen werde. Wenn Philipp meinen Namen ruft, frage ich mich manchmal, ob es ihm nicht merkwürdig vorkommen muss, Özlem zu rufen. Anja oder Katrin würde ihm viel leichter über die Lippen gehen. Vielleicht hat er den Namen Özlem zum ersten Mal an jenem Tag gehört, an dem wir uns in der Straßenbahn begegnet sind. Er wird sich mittlerweile an ihn gewöhnt haben. Dennoch ist es für ihn ein fremder Name. Philipp betont meinen Namen auf der ersten Silbe, so wie ich es tue, statt auf der zweiten, wie es richtig wäre. Ich stelle mich auch anderen mit falsch ausgesprochenem Namen vor. Özlem kann ich nur dann türkisch aussprechen, wenn ich mit jemandem türkisch spreche. In einem deutschen Satz muss ich kurz anhalten und alles in meinem Mund umsortieren, damit die Betonung auf die zweite Silbe fallen kann. Die Sekretärin im Büro hat es sich angewöhnt, meinen Namen türkisch auszusprechen. Mich irritiert das.
Wie soll man denn fragen, wenn man wissen will, woher jemand ist? Hat Philipp einmal gefragt. Ich weiß es nicht. Meistens verkneife ich mir die Frage und warte darauf, dass mich der Akzent, der ungewöhnliche Name, die Hautfarbe einer Person nach und nach von selbst erschließen. Danke. Vielen Dank, Dilek. Deine Protagonistin, die setzt sich freiwillig und irgendwie, bevor es überhaupt relevant wird, oft so zwischen die Stühle. Wir erfahren von ganz vielen Beobachtungen und Alltagserfahrungen, die sie so während ihres Aufwachsens macht. Das sind oft Kleinigkeiten im Alltag, also die sie fühlen lassen, anders zu sein. Zum Beispiel stellt sie fest, ihre Schulkameraden erzählen immer nach dem Wochenende, was sie alles unternommen haben für Ausflüge. Sie saß mehr oder weniger auf der Couch, war zu Hause, da wurde nichts unternommen, es kam oft Besuch, es wurde gegessen. Oder, was ich auch sehr schön finde, die Beobachtung mit der Küchenrolle, die es bei denen immer gab, bei Özlems Familie zum Essen und bei der deutschen Familie der Freundin gab es immer gefaltete Servietten. Und. Es sind also ganz viele so Kleinigkeiten, die sie irgendwie... ja, nicht wirklich fühlen lassen, dass sie dazugehört. Aber warum setzt sie sich freiwillig vor allem immer wieder zwischen die Stühle, wie in dieser Szene gerade? Es ist interessant, dass du freiwillig sagst, weil es ist nicht freiwillig. Ich glaube, wenn du als von klein auf, und es sind diese Kleinigkeiten, also ein Kind macht, glaube ich, Unterschiede fest an, wo wir baden und die waschen sich mit dem Waschlappen im Stehen im Bad. Und wir essen abends warm und die essen feschbar abends. Also dieses, das habe ich gemessen, also ich sage jetzt ich, weil Özlem sich sehr stark auch an, wirklich an meinem Leben auch orientiert, an diesen Kleinigkeiten. Also da sieht man, ah, so macht man es und wir machen es irgendwie verkehrt. Und dieses Implizierte, so wie wir es, wie ihr das macht, ist es verkehrt, das führt zu dieser Freiwilligkeit, sich von Anfang an schon irgendwie so zu positionieren, ich muss erst mal erklären, wie ich bin, wer ich bin oder meinen Namen erklären. Also dieses, man ist, wie man ist, überhaupt nicht begreifbar von Leuten, die in einer vermeintlichen Normalität leben. Für die, also das ist auch ein Trugschluss von Özlem, die denken, die sind alle so kompakte Wesen und für die ist Deutschland ist das normale Land, Deutsch ist die normale Sprache, alles andere ist das Ausland, alles andere sind Fremdsprachen. Also dieses, die leben so in ihrer Mitte. Und Özlem schaut so von außen und da ist immer das andere. Und das führt, glaube ich, zu diesem vorauseilenden, ich muss mich erstmal erklären. Woran liegt denn das, wenn du sagst, dieses Othering-Gefühl ist von vornherein da? Marianne hat gerade so schön aus ihrer Alltagserfahrung erzählt, die Sehnsucht nach einer Narrative, die ist unglaublich groß in einem Land wie Israel, von den verschiedenen Bevölkerungsgruppen. Auch ich habe ein Narrativ, auch ich habe eine fürchterliche Opfergeschichte, eine Einwanderungsgeschichte, die mit Antisemitismus zusammenhängt. Jetzt könnte man andersrum in Bezug auf Deutschland sagen, fehlt da vielleicht ein Narrativ oder gibt es diese Sehnsucht nach einem Narrativ in einem Einwanderungsland, was so nie ausgesprochen worden ist? Also unbedingt. Und ich finde, es gibt dieses Narrativ jetzt, aber für mich ist es noch viel zu frisch und viel zu neu. Also dieses, wir sprechen ja von postmigrantischer Gesellschaft und dass man gar nicht mehr, und also das ist alles, das ist für mich noch sehr, sehr, sehr neu und ich schreibe dieses Buch aus einem sehr alten Gefühl heraus. Also wenn man es liest, merkt man das so ein bisschen, das kommt einem so ein bisschen merkwürdig vor, dass die Özlem ist Ende 30, aber sie spricht eigentlich so ein bisschen wie so ein Teenager. Mhm. Und es wirkt so sehr unreif, aber ich wollte sie nicht im Nachhinein klüger machen und ich wollte sie nicht ins Jetzt holen, mit ihrem Wissen, was sie jetzt hat, sondern dieses Gefühl eines jungen Menschen, der noch sucht und leider, das kennen Sie vielleicht auch, bleiben einem diese alten Gefühle auch, als wenn man auch im fortgeschrittenen Alter, man denkt, man wird irgendwie erwachsen und klug und lernt daraus und man weiß es zwar im Kopf, aber im Herzen nicht. Und dieses Narrativ, ich habe auch was zu erzählen und es ist nicht nur, wir kamen hier an und konnten kein Deutsch und hatten nichts und wir sind so arm und zwischen den Stühlen und dass das endlich mal abfallen kann. Ich glaube, die jungen Frauen, das hört man ja auch jetzt, sind sehr laut, sehr fordernd und verlangen Dinge. Und das geht Özlem noch so ein bisschen ab. Aber es ist da, es kommt, aber es ist halt noch sehr frisch.
Und Özlem fühlt auch umgekehrt diese Unbehaglichkeit so, oder dieses Unbehauste, so würde ich es mal formulieren. Sie ist mit einem Deutschen verheiratet, ihre Kinder tragen nicht türkische Namen. Wenn sie in die Türkei fährt, dann scheut sie immer die Fragen darüber, warum haben die denn keine türkischen Namen und warum reden die auch nicht richtig türkisch und. Also im Prinzip ist sie auch dort eben nicht Teil des Ganzen. Was braucht es denn neben der Narrative für eine Emanzipation einer solchen Figur, Dilek? Vielleicht kannst du auch aus deiner eigenen Geschichte sprechen, denn ich glaube schon, vieles ist auch ein bisschen autobiografisch gefärbt in diesem Roman, oder? Ja, ich glaube, es ist halt echt sauschwer, also dieses Nicht-Kategorisieren, weil wir kategorisieren ja von morgens bis abends. Also dieses, ich erinnere mich, wie ich als Kind in die Türkei kam und meine Großmutter wissen wollte, wo ist es denn schöner, hier oder in Deutschland? Oder wen hast du lieber, Mama oder Papa? Also dieses ständig entweder oder. Und du wirst fast 20, bis du begreifst, es gibt nicht nur entweder oder. Es gibt das und das. Und also ich war leider schon relativ alt oder groß, bis ich begriffen habe, man muss nicht immer nur das oder das. Und nur das ist richtig und automatisch dadurch wird das falsch. Also dieses, es gibt Leute, die haben vielfältige Identitäten, die haben vielfältig, sprechen mehrere Sprachen. Und das war ja in Deutschland bis vor kurzem noch, Mehrsprachigkeit war ja irgendwie, das verwirrt ja die Kinder. Also dass man erstmal dazu kommen, begreifen muss, dass eine Mehrsprachigkeit... Dass es ein Potenzial ist und ja, also, kein sorry. Problem. Also, das, also als meine Schwester, die ist 10 Jahre jünger, verwirren sie das Kind nicht mit Mehrsprachigkeit. Also das ist eigentlich eine relativ neue Entwicklung erst, dass man sagt, das ist gut und die Kinder können auch 3 Sprachen und die schaffen vielleicht sogar 4. Dass man aufhört, dieses nur eins kann richtig sein, es kann nur einen geben, dass man davon wegrückt. Aber ich weiß, dass es nicht leicht ist. Weg vom Defizit und eigentlich das Ganze als kulturelle Bereicherung ansieht. Israel ist ja nun wirklich eine klassische Einwanderungsgesellschaft und zwar qua Gründung, wenn man so möchte. Und es ist eine sehr multikulturelle Gesellschaft und dennoch über allem finde ich immer, es geht viel mehr um das Kollektiv als in Deutschland. In Deutschland haben wir diesen Kollektivgedanke nicht so sehr. Man scheut ihn eher, man hat ein bisschen Schiss davor. Es hat sicherlich historische Gründe. Aber in Israel geht es sehr viel um das Kollektiv. Aber unter diesem Kollektiv gibt es natürlich Tausende von Narrativen und Einwanderungsgeschichten. Wie sehr, Marjan, beobachtest du in den letzten Jahren, wie sehr ist die Frage der Herkunft drängend in der israelischen Gesellschaft geworden? Hat sie sich verändert in den letzten Jahren, woher man eigentlich stammt, aus welchem kulturellen Hintergrund, aus welchem Land, woher die Eltern kommen? Wie sehr wird das kategorisiert und abgefragt? Meine Eltern sind in Israel geboren. Selbst meine Großeltern sind schon in Israel geboren. Ursprünglich kam die Familie aus der heutigen Ukraine, Anfang des 19. Jahrhunderts. Die gehörten zu der Pioniergeneration, zu der Generation, die Israel in den 30er Jahren aufgebaut haben. In Israel passiert in Bezug auf deine Frage etwas sehr Interessantes. In den 50er Jahren versuchte man, Israelitum zu schaffen, einen Nationalstaat zu schaffen. Und der ganze Zionismus vor 1948 hat sich nach dem europäischen Modell gerichtet, nach dem Nationalstaatenmodell. Das sind die Narrative von Ben-Gurion und der anderen Gründerväter gewesen. Von den 30er bis zu den 70er Jahren hat man von einem Schmelztiegel gesprochen, verstreichte das, die Diaspora. Es gab auch, Matti hat vorher darüber gesprochen, über Juden, die aus den arabischen Ländern gekommen sind. Matti hat darüber gesprochen, ich werde es jetzt nicht wiederholen, aber wir hatten diesen Schmelztiegel, um die Vergangenheit auszulöschen, um etwas Neues zu bauen und um neue Werte einzuführen.
Und jetzt sorgen wir uns um diese Werte. Matti hat von der liberalen Demokratie gesprochen. Das hat man versucht, den Leuten nahezubringen. Leute, die aus undemokratischen Ländern kamen, humanistische, sozialistische Werte hat man eingeführt. Es gab natürlich auch eine große Diskrepanzkluft zwischen den Worten und der Umsetzung. Es gab Diskriminierung, für die zahlt Israel bis heute den Preis. Aber das Nationale ist für viele zum Stammesgesellschaft geworden, zum übertriebenen Nationalismus. Und es gibt so etwas wie extremen Hass der anderen. Matti hat das auch gesprochen, das ist sehr unterdrückerisch. Und ich glaube, dass es ein Shift gibt, dass wir zur Stammesgesellschaft übergehen, zu stark religiösen, nationalistischen Elementen, die die liberalen Elemente nun ablösen. In Israel sind wir praktisch in einer Notsituation, im Notstand, würde ich sagen. Und wir haben Angst, dass es sich noch verschlimmert und dass wir vielleicht auch nicht mehr die Demokratie als zentraler Wert haben. Wenn Bibi zu seinen Wählern spricht, dann bezieht er sich auf Trump und Putin. Das sind seine Referenzen. Das sind die Bezugspersonen, die Führungspersönlichkeiten, und die Leute sehen, wie Bibi mit denen kumpelhaft umgeht, so richtig Sababa. Und ich habe das Gefühl, dass ihr vielleicht ein bisschen fern davon seid, aber Israel ist im Grunde in einer viel gefährlicheren Situation. Sehr eindrücklich beschrieben in dem Artikel für die Berliner Zeitung, der für dieses Festival entstanden ist. Wie sehr lässt sich all das, was du gerade beschrieben hast, auch im Alltag finden und feststellen? Was macht das mit den Menschen im Alltag? Also mir geht es immer so, wenn ich nach Israel fahre, spüre ich schon einen großen Druck und eine Nervosität und eine gewisse Grobheit. Die mache ich nicht nur an der Sprache fest. Ich war in meinem Leben vielleicht 80 Mal in dem Land. Ich bin dort nicht aufgewachsen, aber geboren, als kleines Kind hierher gekommen, aber war sehr oft dort zu Besuch bei den Großeltern, bei den Verwandten. Und in den Jahren habe ich immer als Außenstehende gemeint, beobachten zu können, dass eben so eine Vergrobung irgendwie stattfindet. Und ich denke, dass das schon auch was mit der politischen, existenzialistischen Situation irgendwie zu tun hat, dieser Druck. Was beobachtest du denn in den letzten Jahren? Wie hat sich das weiterentwickelt? Woran kannst du es festmachen im Alltag? Wir alle auf der Bühne sagen, Negatives über oder sehen schwarz im Hinblick auf die Zukunft, sagen Ähnliches. Ich lebe zurzeit in Jerusalem, eine sehr rechte Stadt, eine sehr religiös geprägte Stadt, und im Alltag arbeite ich mit Leuten aus den Siedlungen zusammen und mit sehr rechten Leuten, ich traue mich denen gar nicht zu sagen, dass ich für die Araberpartei stimme. Das darf ich meinen Freunden überhaupt nicht sagen. Im Alltag spüre ich trotzdem menschliche Wärme, Sympathie mir gegenüber. Die Leute fragen nach anderen Meinungen. Ich will jetzt das Bild nicht zu schwarz malen. Also die Entscheidung ist noch nicht endgültig gefallen. Und es gibt dennoch immer noch ein Interesse, eine Neugierde für andere widersprüchliche Narrative. Die Leute sagen immer, okay, wir mögen dich, obgleich du eine andere Position und nicht für Bibi wählst, nicht für Netanyahu wählst. Die meisten Leute sehen überhaupt keine andere Option. Ich sage, ich bin Linke, ich bin Aschkenasin. Insofern bietet es sich an. Da sagen die, ist ja alles in Ordnung, wir mögen dich trotzdem. Und ich will jetzt nicht in die normale Tendenz verfallen, wie israelische Linke das oftmals macht, und zu pessimistisch sein. Vielleicht wird das Pendel an die andere Richtung ausschlagen. Also es ist noch nicht endgültig entschieden. Das will also den Horizont nicht zu schwarz zeichnen. Also viele Israelis haben auch noch einen ausländischen Pass. Ja, ich auch. Ja, und viele verlassen ja auch das Land genau aus solchen Gründen. Das hören wir ja auch immer wieder.
Matti ist einer von ihnen. Sami Badugo hat uns am Mittwoch erzählt, er lebt seit anderthalb Jahren in Berlin, hat aber vor, wieder zurückzukehren. Dennoch, er braucht diese Auszeit für sich. Er hat auch noch mal ganz interessant beschrieben, wie dieses nationalstaatliche Narrativ, das aufgebaut ist auf dem europäischen Zionismus, der eben aus Europa kam, auf der Shoah, auch das ein europäisches Negativphänomen, wie es natürlich auch ganz viele ausschließt. Und wir reden ja in diesem Panel über wir und die. Also wer gehört dazu, wer gehört nicht dazu. Daher danke für diese Beobachtungen, die du da tätigst. Aber weil wir im letzten Panel auch hörten über das Potenzial, was eigentlich darin steckt, in diesem Schmelztiegel Israel, was Matti so schön in seiner Vision ausgemalt hat. Was wäre denn, wenn zum Beispiel die vielen Mizrachim, die arabischstämmigen Juden, sich plötzlich als Brückenbauer zu den umliegenden Ländern sehen würden, weil sie eben Arabisch können, weil sie die Kultur und die Mentalitäten möglicherweise auch kennen? Das wäre doch mal ein Positivnarrativ. Warum kann das nicht stattfinden? Zumindest heute noch nicht. Wird das überhaupt in Erwägung gezogen? Natürlich, alle denken darüber nach, hoffen darauf. Die meisten Mizrachim stimmen für Netanyahu, für Bibi, für ganz eindeutig. Das heißt, das Gros dieser Gruppe stimmt für Bibi. Dafür gibt es viele Gründe. Und viele russische Migranten wählen auch für Liebermann oder Bibi Netanyahu. Ich habe jetzt ein bisschen die Frage verloren, den Faden verloren. Potenzial der arabischstämmigen Juden sprechen, die ja eigentlich als Brückenbauer dienen könnten, aber viele von denen wählen eher radikal, national, möglicherweise auch aus diesem Komplex heraus, dass sie denken, sie müssen die besonders Loyalen sein nach außen hin. Dabei verbirgt sich ja in deren Herkunft ein Riesenpotenzial für die Region in Bezug auf die umliegenden Länder, die arabischen Länder. Sie könnten Brückenbauer sein. Aber das wird offenbar gar nicht erwogen. Warum? Die denken nicht so, wie wir wollen, dass sie denken. Sie glauben, Bibi ist stark und Bibi verspricht sozialen Wohlstand und Bibi bietet Israel Sicherheit, was bei Rabin nicht gegeben ist. Und sie wollen nicht, dass wir wie Patronen wirken, dass wir ihnen sagen, seid als Orientalen oder Mizrachim die Brücke. Die denken eben anders. Das sind die zentralen Stimmen, die aus dieser Mizrachi-Gruppe kommen. Dafür gibt es viele Gründe. Meiner Meinung nach, und das habe ich auch in dem Artikel geschrieben, im Grunde verstehen wir nicht alles tiefgründig. Wir befassen uns mit dem anderen, mit dem Narrativ des anderen, aber da gibt noch etwas, was sich uns entzieht. Die Realität ist größer als sämtliche Erklärungen, die wir zu geben versuchen. Ich kann es wirklich nicht sagen, weshalb es so ist. Ich kenne alle Erklärungen, die stimmen alle, und dennoch gibt es noch ein Fragezeichen. Weshalb ist es so? Weiß ich nicht. Ziemlich viele Fragezeichen. Dilek, ich würde ganz gerne zurück auf die Geschichte von Özlem, beziehungsweise auf das, was du auch über dich geschildert hast. Wie sehr, würdest du sagen, hat dich der Spagat geprägt bis heute? Der Spagat der Zugehörigkeitsfrage mit MH, mit Migränehintergrund, ohne Migränehintergrund. Ja, ich denke sehr, weil ich merke, immer wenn ich mir vornehme, was ganz anderes zu schreiben. Also gerade nach diesem Text hatte ich das Gefühl, jetzt habe ich das alles mal irgendwie auf Papier gebracht und jetzt schreibe ich eine ganz stinknormale Liebesgeschichte, die mit Herkunft und so überhaupt nichts zu tun hat. Und ich merke, diese Liebesgeschichte zieht mich überhaupt null an. Und es ist wieder was über Unvermögen, miteinander zu sprechen, also tatsächlich miteinander in Kontakt zu treten, also eine wahre Begegnung zu haben, aber auch Sprachschwierigkeiten. Und das sind einfach die Themen, die mich interessieren. Also ich dachte, das ist so ein Prozess, den schließt man irgendwie ab. Also auch so diese Illusion, die man uns gemacht hat, Integration ist das oberste Ziel. Und wenn man sich integriert hat und das alles geschafft hat, und Özlem hat das ja alles ganz toll gemacht, dann ist alles gut. Und sie kommt dahinter, dann ist überhaupt nicht alles gut, sondern es ist eigentlich, ja, formal ist alles irgendwie tick, 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 aber und ich glaube, das Begreifen, dass,
dass ein Trugschluss ist, dass wenn das alles, wenn das formal alles, also Abitur und Deutsch und deutscher Mann und deutsche Kinder und Biogemüse im Supermarkt, das ist überhaupt noch nicht irgendwie alles erledigt. Und so bleibt mir das auch. Und ich dachte irgendwann, irgendwann ist es vorbei. Aber ich finde es auch schön, dass es nicht vorbei ist. Also ich empfinde es gar nicht als anstrengenden Spagat, so man muss es zusammenbringen, sondern ich mag es, über diese komplette Widersprüchlichkeit zu schreiben. Dieses sowohl als auch und auch widersprüchliche Dinge gehen gegeneinander. Und um nochmal ganz kurz den Gedanken zum Anfang, also dieses... man guckt vielleicht mit so einem fremden Blick, also das ist Özlem in ihrer Integration, aber dieses Gespaltensein und widersprüchliche Dinge, Teufel, das kennt jeder aus dem Privatesten und das haben wir alle. Das haben wir alle auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Und Özlem hat, wie du vorhin auch gesagt hast, Özlem reduziert das auf ihre Herkunft und die sagt, ich bin so gespalten, weil meine Eltern oder weil und so weiter. Aber ich glaube, der Mensch ist einfach in sich sehr widersprüchlich und so gespalten. Und mir gefällt aber, da drauf zu gucken aus allen Facetten und das aber auch nebeneinander stehen zu lassen. Also ich glaube, dieser Spagat wird mich wahrscheinlich noch lange beschäftigen. Der aber eben auch sehr konstruktiv sein kann, ja, und sich niederschlägt in so vielen tollen Büchern und Artikeln und Kolumnen und Theaterstücken. Aber wie du schon gerade sagst, ich glaube, jeder erlebt ja irgendwo Spagate, sei es, dass es die soziale Herkunft ist. Das kann ja auch ein Spagat sein, mit dem man lebt. Jeder hat so eine Art von Selbstfindungsgeschichte. Ich habe mich gefragt, kann es eigentlich Gesellschaften geben, die ohne Zugehörigkeiten oder ohne Zuschreibungen vielmehr auskommen? Ich weiß ja nicht, also ich komme ja aus Schwäbisch Gmünd, das hat so 60.000 Einwohner und ich fuhr im Bus und hinter mir hörte ich zwei Frauen reden, dann unterhielten sich über irgendjemanden, dann sagten sie, ja, das ist ja ein Zugezogener, der kommt nämlich aus Göppingen. Göppingen liegt 20 Kilometer entfernt von Schwäbisch Gmünd. Alles relativ. Und die leben seit 20 Jahren in diesem Ort. Also ich dachte, man kann doch nicht mal eine Differenz, eine Distanz von 20 Kilometern überwinden, ohne nach 20 Jahren immer noch als Zugezogener zu gelten. Ich vermute, es funktioniert nicht. Diese Dinge müssen irgendeine Funktion haben. Wir sind alle noch nicht ganz dahinter gestiegen. Ich würde ganz gerne noch auf weibliche Perspektiven des Schreibens kommen. Ich weiß gar nicht genau, wie lange wir Zeit haben, weil ich habe im Kopf, dass es jetzt einen Lunch gibt, ne? Frage an die Organisatoren, halb oder viertel vor? Oder viertel 20 vor? Viertel vor ist gut. Wunderbar, sehr schön. Okay, Marianne, ich habe gelesen, dir geht es auch ganz stark um die weibliche Perspektive deiner Figuren. Ist Populismus ein männliches Phänomen? Gibt ein paar Ausnahmen, keine Frage. Wir haben vorhin von Frau Schakett gehört und Miri Regev, so in der hohen Politik gibt es schon Frauen, die auch für Populismus stehen. Aber dennoch ist ja irgendwie auffällig, so viele Frauen sind es dann doch nicht weltweit. Eher Männer. Da habe ich bisher noch nicht drüber nachgedacht, richtig. Die Führer, wenn wir Populismus sagen, die mir da in den Kopf kommen, sind Männer. Die politischen Politikerinnen in Israel wie Miri Regev, die ist so etwas wie ein Megafon des Populismus. Sie entwickelt so ihren eigenen oder Bibis Populismus. Das ist eine gute Frage. Gibt es im Populismus irgendwo ein männliches Element? Ich glaube nicht. Wir sind jetzt in einer Phase, wo Frauen in viele Posten kommen, die sie nicht innehatten früher. Auch den Populismus werden sie noch einnehmen. Das ist so eine Zeitspanne, wo der Populismus den Diskurs bestimmt. Das ist wie ein Magnet, zieht die Massen an. Und der Populismus hat immer seinen Feind, die Gegengruppe, gegen die man wettern muss, die man attackieren muss. Die Populisten sehen sich immer als ausgegrenzt an, fern von den Ressourcen, auch von dem kulturellen Kapital. Ich habe nichts Interessantes zu diesem Thema Frauen und Populismus zu sagen. Ich
wie Dilek schon gesagt hat, ich versuche, persönliche Gefühle ganz exakt zu schildern. Und da ich Frau bin, habe ich die Frauenperspektive. Aber das ist kein bewusster Entschluss. Ich versuche nur exakt zu schreiben, die Welt zu erschließen. Meine Bücher sind weniger politisch als das Gespräch, das wir hier führen. Ich meine jetzt das deklariert Politische, den politischen Diskurs. Mein Schreiben, da geht es mehr um das Leben an sich. Im Grunde, ich schreibe, mein Schreiben ist genau das Gegenteil vom Populismus. Zila hat ja vorhin von Teveleit berichtet und einigen seiner Thesen und im Zusammenhang von Männlichkeit und Faschismus. Auch in dem Zusammenhang finde ich das nochmal bemerkenswert, diese Frage in den Fokus zu nehmen. Dilek, deswegen die Frage auch nochmal an dich. Weiblicher Populismus oder ist es tatsächlich eher ein männliches Phänomen? Boah, das ist schwierig, weil ich meine, Marianne hat total recht. Das ist, glaube ich, echt eine rein rechnerische Sache, oder? Wenn viel mehr Frauen in entscheidenden Positionen sind, dann wissen wir auch nicht, wie die sich dann entscheiden. Also ich meine, noch sind wir in der Minderzahl. Und ich tue mich auch schwer mit weiblich und männlich. Also mir fällt in dem Zusammenhang eine UN-Resolution ein, die, finde ich, viel zu unberühmt ist. UN-Resolution 1325, glaube ich, heißt sie. Das ist eine Forderung, dass Frauen 50%, also paritätisch weltweit, an den Geschehnissen der Weltpolitik partizipieren. Und viele Länder haben diese Resolution unterschrieben. Man staunt auch, was für Länder. Deutschland ist eines davon. Aber es ist wirklich interessant. Und in diesem Sinne gibt es ja auch Bewegungen wie zum Beispiel in Israel Women Wage Peace. Das ist eine Friedensorganisation, möglicherweise haben Sie von der schon gehört, die ganz Wunderbares macht. Es sind Frauen, die sich zusammengeschlossen haben, die Schnauze voll haben von dem militarisierten Alltag in Palästina und Israel und eine bessere Zukunft für diese Region wünschen und nicht möchten, dass ihre Kinder zum Militär gehen. Und da befinden sich von der Siedlerin, der orthodoxen Siedlerin bis zur linken Aktivistin wirklich alle möglichen Frauen. Das ist total faszinierend. Die einfach sagen, lasst uns mit an den Konflikttisch und wir haben teilweise 5 bis 10 Kinder zu Hause. Wir wissen, wie man Konflikte am Tisch löst und zwar jeden Tag. Ganz pragmatisch. Ich habe die hier erlebt im Auswärtigen Amt. Ich war wirklich schwer fasziniert, was diese Frauen alles erzählt haben. Und das ist nach einem Vorbild in Liberia, haben die sich zusammengeschlossen, wo Frauen nach langen Bürgerkriegsjahren gesagt haben, also die Männer kriegen es einfach nicht hin, lasst uns mal ran, wir sind da irgendwie pragmatischer. Deswegen, klar, wir wissen nicht, ob Frauen die besseren Menschen sind, darum soll es sicherlich nicht gehen, aber möglicherweise können sie andere Perspektiven mit einbringen. Ich möchte es einfach mal so stehen lassen. Wie ist es, ich weiß nicht, wie aktiv du noch bist, Marianne, du warst in dieser archäologischen Initiative, die sich um gerechte kulturelle Erbe gekümmert hat. Wie ergeht es NGOs heute in Israel? Die haben es ja auch nicht besonders einfach. Die NGOs in Israel, die sind wirklich nicht dominant. Ich habe vorher gelacht, Frauen Wage Peace, mein Vater ist ein zentraler Befürworter dieser Bewegung, geht zu jeder Demonstration dieser Frauen, Männer dürfen. Er schätzt diese Bewegung sehr. Diese Nichtregierungsorganisation bringen sich heute weniger auf die öffentliche Meinung ein. Die kriegen ihre Gelder aus Europa, wird behauptet. Die gehören dem linken Spektrum an. Das gilt als Verrat. Und in dem Buch, das ich mit
Sahava Goshem geschrieben habe, eine Einwanderin aus Äthiopien. Da haben wir über das Narrativ der europäischen Juden, äthiopischen Juden gesprochen. Da ging es um die Gefahren, die Krankheiten. Aber wir haben uns mit einer ganz reichen Kindheit befasst, mit den Konflikten in der Schule. Und wir haben Prosa verfasst, die aber auf der Lebensgeschichte der Freundin fußten, und haben uns auf den kulturellen Reichtum konzentriert und auch den religiösen Reichtum. Wir wollten nicht nur das Flüchtlingsdasein, die wirtschaftliche Not unterstreichen und die Ausgrenzung, sondern wollten die Stärken betonen einer ganz alten, antiken Kultur, die wirklich sehr biblisch ist in vieler Hinsicht. Und haben dieses Buch für Kinder der Äthiopier geschrieben, die ihre Kultur oftmals vernachlässigen und sich zu integrieren versuchen. Die Kinder, wie Dilik das beschrieben hat, haben oftmals ein riesen Feingefühl und und die wollten wir ansprechen mit diesem Buch und zeigen, dass sie auf ihr kulturelles Erbe stolz sein können, dass sie keine Minderwertigkeitsgefühle haben sollten, dass sie den Ort umarmen sollten, mit offenen Armen aufnehmen, aus dem sie herkommen, keine Unsicherheit deshalb spüren sollten. Und jetzt gibt es viele Proteste der äthiopischen Juden aufgrund des Zugangs oder der Haltung ihnen gegenüber. Und ich versuche auf die Narrative und auf die Selbstdarstellung einzuwirken. Bücher kommen nicht in Massen zu großen Mengen, aber auf irgendeine Weise können wir uns vielleicht diffus in die Kultur einbringen, in den Dialog, in den öffentlichen Diskurs einbringen. Und in diesen harten Tagen, harten Zeiten betone ich gerade die kulturellen Stärken. Vielleicht sind das schmale, kleine Dinge, die ich erwirken kann. Aber dennoch, denn die Slogans, der Hass, die Polarisierung, das ist schon weit verbreitet. Darzustellen, damit es als was Positives angesehen wird, Dilek, wenn du jetzt mit Ich bin Özlem unterwegs bist, was für Reaktionen erhältst du da, was für Diskussionen entspinnen sich anhand des Buches mit dem Publikum? Also ich bekomme wirklich sehr innige und sehr, wie soll man sagen? Also ich ziehe mich ziemlich aus in diesem Buch und war hinterher auch, dachte ich so, willst du damit wirklich auf Lesereise gehen und daraus vorlesen und soll das wirklich veröffentlicht werden? Und habe aber gemerkt, dieses sich komplette Ausziehen und Entblößen und zeigen, schaut, das ist es, hat eigentlich dazu geführt, dass niemand mit dem Finger zeigt, sondern dass alle sich auch entblößen. Also es hat so eine Gleichebenigkeit geschaffen, mit der ich überhaupt nicht gerechnet habe. Und die Leute reagieren wirklich sehr liebevoll. Und viele erkennen sich auch selbst. Das glaube ich mal, Tijan hat das vorhin, glaube ich, gesagt. Dieses sich selbst erkennen im anderen. Und ich glaube, das kann so eine Verbindung schaffen. Mir geht es manchmal auch so, obwohl ich gar keine Migrationsgeschichte habe, aber dieses Gefühl von gedemütigt werden in einer Situation und wenn man sich darin erkennt, ich glaube, das ist so der Klebstoff, der das zusammenbringen kann. Und diesen Klebstoff können Sie nachlesen in dem Buch, was ich auch auf dem Büchertisch entdeckt habe. Ich bin Özlem. Im Verbrecherverlag ist das Ganze erschienen. Erst einmal herzlichen Dank an Mayan Benhagai und an Dilek Güngör. Und Ihnen danke für Ihre Aufmerksamkeit. Eine kurze Pause, dann geht es weiter mit dem dritten Panel. Bis dann.